Yo, moin moin, liebe Leute, und heute lieben Antraten und Rädchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sid Meier Civilization 6 mit Mütterchen Russland am Start. So, ja, Frankreich nur noch ein Schatten seiner selbst, ohne Stadtmauern, ohne Bezirke, ohne Religion, ohne Wissen, ohne Agrarland und ja, ohne demnächst wahrscheinlich seine eigene Hauptstadt. Und so wie es aussieht, ich mag es kaum vermuten, aber ich glaube nicht, dass sie hier in diese Richtung Städte haben. Tja, nicht gut aus für euch Jungs, wa? So, Nickmann, du hast keine Fortbewegungspunkte mehr. Nein. Du? Ja, du. Du hast dich aber heilen ruhig. Du hättest noch, aber du wirst wahrscheinlich gegen ihn hier gnadenlos verlieren. Nee, würdest du nicht. Würdest du eben nicht. Ja, dann, bevor er sich verschanzt. Die Erfahrungspunkte nehmen wir doch mit und ja, die Punkte gegen seine Einheit. Wunderbar. Hast du noch Fortbewegungspunkte? Nein. Nein. Ja. Du? Auch noch ja. Aber du sollst dich immer noch eine Runde ausruhen. Jo, dann geht's eine Runde weiter. Ach, guck mal. Man kann ihn sogar zusammenlegen. Jetzt kauft er sie. Wo haben die das Geld her? Heureka! Die Arbeit an der Wassermühle hat euren Handwerkern wichtige Bautechniken gezeigt. Euer Wissen über die Technologie Bauwesen hat große Fortschritte gemacht. Wunderbar. Das heißt, hier sind wir auch nochmal beschleunigt. Hier mit Bonus, hier mit Bonus. Bonus, 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 Bonus. Das Aquädukt kriegen wir auch auf jeden Fall noch hin. Und, naja, hier könnte es knabbelig werden, aber wir probieren es mal. So. Ja, da geht es leider nicht weiter. Das heißt, wir müssen in diese Richtung ziehen. Wahrscheinlich ist hier oben. Ja, okay. Produktion in St. Petersburg. Was darfst du denn mal bauen? Ein Katapult? Nö, wir machen eh schon Minus. Ich würde sagen, dann kommt hier jetzt das Handelszentrum hier hin. Jawohl. Tada. 19 Runden dauert wirklich lange. Hier ist übrigens unsere Wassermühle. Ne, die schaufelt so vor sich hin. Aber sieht schön aus. Generell finde ich die Grafik eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Also viele haben sich ja anfangs, also als es die ersten Bilder noch dazu gab, bevor die ersten Videos rauskommen und so weiter, gesagt, oh, wie sieht das denn aus? Das sieht ja gar nicht mehr, also ich meine, Einheitengrößenverhältnisse waren sowieso nie Civs Stärke. Im Vergleich zu Gelände, Feldern oder Städten, darauf waren sie auch gar nicht aus. Aber viele haben sich darüber aufgeregt, dass es ja ein Schritt in Richtung mehr Comic-Style anstatt mehr Realismus-Style ging. Finde ich, hat aber gar keinen Nachteil. Die Grafik ist wunderschön, es ist detailliert. Und ich glaube, wenn es eher ausgesehen wäre wie einer der letzten Siedlerteile, die auf ja noch realistischere Umgebungsgrafiken sich so ein bisschen konzentriert haben, das, weiß nicht, hätte es nicht so ja, warmherzig wirken lassen. Ich finde die Umgebung schön. Man hat irgendwie auch Spaß, sich das ganze Treiben hier einfach mal anzugucken. Hier, die Wassermühle hier sprudelt, wie sie hier die ersten Seilwinden einsetzen, Kräne, um Steine abzutransportieren. Hier das Feuer in unserem Schrein. Hier hinten unsere Mine, die Eisen zutage fördert. Ja, Bauernhöfe, unser Marktplatz. Ich finde es super. Also mir gefällt es. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so mit der Grafik jetzt zu Rande kommt. Wir sind ja bei 12, 13 Folgen hier, also bei den Dreh. So, ja, du darfst... Musst dich sogar reparieren. Du kannst dich sogar, wenn du willst, hier hin zurückziehen. Ob das noch was bringt, ich wage es zu bezweifeln. So. Ja, dann zieh einmal hier rüber. So. Jetzt ist die große Frage. Kann diese Einheit hier überhaupt noch angreifen? Ohne Stadtmauern. Bringst du mir noch was, wenn keine Stadtmauern mehr da sind? Fragen über Fragen über Fragen. So. Greifen wir an.
10 Gesundheit, wunderbar. So. Du ziehst hier rüber. Du kannst ja nichts machen. Das heißt, du schließt dich mal mit dem Schützen da zusammen. Und darfst dich dann ausruhen. Du darfst dich heilen. Und du musst dich quasi wieder zurückziehen, weil hier hinten noch Ozeanfelder sind. Aber kein Problem, dann können wir hier ein bisschen erkunden. Ja. Die Insel, von der wir uns eigentlich viel mehr erhofft haben, hat sich auch als sehr kleines, ja, Sandbänkchen entpuppt. Barbaren in der Nachbarschaft, ja Gott, können wir nicht ändern. Da haben wir momentan andere Sorgen und Nöte. So, es geht eine Runde weiter. So, tatsächlich an. Sehr mutig. Nein. Tschö. Oh. Okay. Interessant. Das könnte bedeuten, dass sie tatsächlich eine zweite Stadt. Gorgoemi, ha Basileias ta Spartas ke hagemon ton Hellenon. Tis esi. Tinas nikas hoios te si angelein. Mit welchen Siegen ein Verteidigungskrieg gegen Frankreich, ein Angriffskrieg gegen Frankreich, der, ich glaube, in einem Sieg demnächst enden wird, ein Verteidigungskrieg-Sieg gegen England mit Eroberung zweier englischer Städte und ihr so? Hm? Naja, okay. Hier haben wir also Gorgo, Herrscherin des griechischen Reiches, eine von zwei Oberhäuptern für Griechenland. Gibt ja auch noch, ich glaube, Perikles, als zweite Einheit. Ich vermute sogar fast, dass sie über die Erweiterung oder DLCs für mehrere Nationen mehrere Oberhäupter einstellen, denn in den vergangenen CIS war, glaube ich, auch immer Otto von Bismarck für Deutschland zuständig. Jetzt ist es Barbossa. Für Rom ist es nicht mal Caesar, sondern Augustus, glaube ich. Amerika hat eigentlich ganz viel Auswahl von Roosevelt über Lincoln, über keine Ahnung, was war es denn in der Vergangenheit? Ich glaube Washington, ja. Jetzt haben wir momentan Theodore Roosevelt drin. Also ich denke mal, da lässt sich so einiges noch rausholen. Es ist uns eine Ehre, euch kennenzulernen. Es ist übrigens die dritte Dame, die wir hier kennenlernen im Spiel. Ich hoffe, sie ist uns mal netter gesonnen als unsere anderen zwei Damenbekanntschaften, die wir bisher gemacht haben. Wie ist eure Hauptstadt? Sagt es mir, dann erzähle ich euch von Sparta. Ja, okay, wir machen mal so großzügig. Informationen über unsere Hauptstädte austauschen ist eine großartige Idee. Das sollte dem Handel zugute tun. Zugute kommen. So, das ist ein Frankreichskrieger. Aber leicht veraltet. Eine Galeere Frankreichs. Tja, wir haben hier leider nur einen Speer. Gut. Wir haben eine andere Zivilisation getroffen, genau. So, Produktion in Bradford. Bradford ist durch mit dem Bau. Wunderbar, wunderbar. Oh, ihr braucht echt ewig für alles, ne? Echt ewig. Ich hole ja echt fast den Handwerker, den Händler hier sagen, 19. Das hier dauert zu lange. Das da, ne, komm, wir nehmen den Händler, glaube ich. So. Du darfst dich reparieren. Du darfst dich verschanzen. Du darfst dich jetzt auch mal eine Runde reparieren. Du das überhaupt dich ein bisschen reparieren. Mal gucken, langt das schon? Nee, langt nicht. Wir müssen aber eh uns hier links hangeln. Genau, wir kommen jetzt hier eh wieder zurück. Das heißt, das entdecken wir gleich automatisch mit auf. Wunderbar. So. Dann einmal die Verkopplung lösen. Du ziehst darüber. Verkopplung aktivieren. Du darfst dich reparieren. Du darfst angreifen.
Angriff! Ich hoffe, dass es nie wieder eine Stadtmauer in Paris geben werde. Unter parisischer Führung. So. Was haben wir hier eigentlich? Grasland? Ja, was haben wir hier? Grasland. Läuft. Was haben wir hier drüben? Grasland. Even narrisch. Deutliche Niederlage. Dann ziehen wir uns... Ne, wir können es nicht zurückziehen, weil wir schon keine Einheiten Bewegungspunkte haben. Okay. Na gut, du bist aber eigentlich relativ sicher, wenn sie angreifen, haben sie ja den Flussüberquerungsmalus zumindest auf ihrer Seite. Jo, hier haben sie noch Sumpfland. Also wenn er die Einheit tatsächlich hier hinzieht, dann wäre er sehr strange. Wie viel Geld könnt ihr euch eigentlich, also wie viel Geld habt ihr eigentlich, besser gesagt? Ein Mann auf einem Pferd überragt andere sowohl spirituell als auch körperlich. John Steinbeck, okay. Ich frage mich, wo die Galeere jetzt hingeritten ist. Geritten, ja klar. Denn das ist das, was Galeeren machen. Piraten, du kannst gar nicht mal angreifen, ne? Nö. Dann würde ich sagen, weil du jeden gänzlich unnütz bist, kannst du dich auch da wieder zurückziehen. Tschö. Sehr deutliche Niederlage, nö. Das brauchen wir echt nicht. Das Geräusch jetzt nicht mehr weg? Doch, jetzt. So. Angriff. So. Nieder mit ihren Steinen. Oh, hier ist ein Luxus Silber. Okay, also so schlecht ist diese Ecke dann tatsächlich auch nicht. So. Ja, dann Bauwesen. Und dann da müssen wir mal gucken. Was haben wir hier? Werkstatt plus zwei Produktion plus ein Punkt. Bürgerplatz, okay. Ja, kann nicht schaden. Wie lange braucht eigentlich unser Hafen noch? Wir wollten ja auf dem Hafen gelände, aber der braucht ja echt ewig. Bringt das hier was? Ne. Also hier ist unser Hafen. Ein Haufen Holz zusammengekarrt im Wasser. Viel mehr ist es noch nicht. So, du darfst dich da reparieren, du darfst da bleiben. Wie sieht es denn hier aus? Deutliche Niederlage. Nö, das muss doch nicht sein. Wir harren da aus. Hier genauso. So, du hast schon und du darfst dann noch. Ja, Feuer. Wunderbar, nächste Runde. Der englische Streitwagen hat den Fluss überquert, okay. Eine Einheit kann nur befördert werden bei uns. Und wir haben die den Nordpolarkreis hier oben entdeckt. Hier ist Ende im Gelände. Hier geht es mit dem Speer nicht weiter. Wir könnten ihn jetzt hier einmal über dieses Tundraland rüberschicken und dann hier zwischen den Eisschollen entlang schippern lassen, um dann auf der anderen Seite weiterzumachen. Das wäre eine gute Idee. So, befördern. Oh, wunderbar. Das ist super. Nahkampf- und Fernkampfeinheiten, Kampfstärke oder... Wunderbar. Ja, komm mal her, Freundchen, komm mal her. So, Einheit bündelt die Befehle, ja wunderbar. So, deck das auf. Danke sehr. Danke, danke, danke. So, wir ziehen weiter hier lang. So, du darfst... Entfernt Wälder, was 66 Produktion angeht. Wir müssen mal gucken, ob das hier die Wassermühle...
Ich würde fast sagen, dass es die Fälle stellt. Genau. So. Und der Bauarbeiter löst sich auf. Wunderbar. So. Dann können wir hier mit dem Bau unseres Campus beginnen. Plus 3. Ja, bitte, danke. Und wie das so klingt, wie so eine Highschool-Glocke hier, ne? So. Das sich reparieren. Du darfst mit angreifen. Eigentlich müsste ich dich das nächste Mal reparieren lassen. Einfach nur deswegen. Weil du brauchst die 4 Leute, damit es mit Angriff hier stärker wirkt. So, bedeutender Sieg gegen diese Einheit. Die nehmen wir mit. Auf einmal gar keine Bewegungspunkte. Haha. So. Du darfst dich reparieren. Dann eine Runde weiter. Der Karren schiebt zurück. Der hat echt ewig hier runter schon gebraucht. Ich glaube, die Einheit ist sinnlos, bevor wir sie jemals zum Einsatz bringen können. Okay, wir haben noch 4. Er hat... Was war denn das für eine Aktion? Nee. Ja, tschüss. So, du darfst... Oder kommst du durch? Das ist mal erfrischend neu. Aber auch nur hier entlang, okay. Ja. Verschanzen. Platt machen. Platt machen. Du bist vollständig gebrät, dann kannst du auch da runter. So, du darfst dich jetzt mal reparieren, während du angreifst. Ich wollte jetzt das Gefühl, die Stadt repariert genauso viel wie wir wegschießen mit 2 Bogenschützen. Das ist nicht sehr erfrieden. Ja, Ergebnis erzielen. So, wir holen mal den nächsten Bogenschützen mit hier hoch. Der soll es jetzt rausreißen. Und es geht eine Runde weiter. Mal gucken, ob Frankreich sich wieder eine weitere Stadt leistet. Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Oh, wir können sogar durchfahren. Finde ich super. Du darfst dich verschanzen. Du darfst dich verschanzen. Du darfst angreifen. Angriff. Du darfst dich heilen. Genauso wie du. Und ziehen wir hier hin weiter. Ah, okay. Hier ist ein Speer. Hier unten ist noch ziemlich viel. Also eigentlich könnten hier noch Inseln sein. Wir sehen sie nur nicht. Tja. Und wir müssen langsam mal dieses Geldproblem lösen. Ah, hier kommt ein Händler in 16 Runden, Freunde. In 16. Naja. Könnte vielleicht noch. Könnte ein Missionar kaufen. Aber unser Anuismus ist sowieso schon die momentan, glaube ich, einzige richtige Religion. Alles andere sind Pantheons. Ja. Lassen wir es mal dabei. Okay. 20 Runden. Kann man das hier noch beschleunigen? Ist schon auf beschleunigt. Das werden sonst 33. Boah, Gottes Willen. Kann man euch beschleunigen? Nee. Mann, 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 Mann. Dann, ja, es geht weiter eine Runde weiter.
Und wird er gerade angegriffen, oder? Was ist denn hier los? Ein Barbarenland-Schleuderschütze. Grotesk neu. Ich würde sagen, fangen wir mal mit dieser Einheit hier ab. Ja, die andere Einheit repariert sich noch. Das heißt, du musst im Alleingang weitergehen. Also wir machen scheinbar ein bisschen mehr Schaden, als was die Stadt sich reparieren kann. Aber nicht so richtig viel. Das ist das, was es momentan einzig allein hinauszögert da unten. Warte mal, würdest du uns. Nee. Ich kann Frankreich gar nicht. Ich kann Paris nicht auswählen. Was so viel bedeutet wie. Ja, es ist ihre einzige Stadt. Wo auch immer sie den anderen Krieger her haben, vielleicht haben sie ihn aus Jakarta gekauft. Man kann ja kurzfristig die Armeen des Stadtstaates mit übernehmen. So. Ich schicke ihn. Wow. Okay. Wie gut brauchst du eigentlich noch zur Reparatur? Das ist ja unglaublich. So, und keine weitere Insel. Was habt ihr denn entdeckt, was das ihr hier so hochtreibt? Mann, Mann, Mann. Belagert. Das hat einen Malus auf Produktion und Siedlerfortschritt. Das heißt, die Einheiten werden nicht so schnell nach oben befördert. Die haben schon 9. Das heißt, die kriegen auf jeden Fall den Bonus. Moment, das war glaube ich hier. Lass die Bevölkerung einer Stadt auf 10 wachsen. Das heißt, die Engländer werden auf jeden Fall die öffentliche Verwaltung mit Bonus erforschen. Ob die überhaupt schon so weit sind, muss man sehen. Okay, wir ziehen eine Runde weiter. Unser Bogenschütze nähert sich. Du brauchst übrigens nur bis da laufen, nächste Runde. So. Du ziehst mal in die Stadt zurück. Brauchen dich momentan nicht. Du ziehst nach da unten, genau. Und es heißt, eine Runde weiter. Ja. Wir wollen nichts mit eurer Regierung zu tun haben. Wir sagen uns von euch los. Ihr besetzt die Stadt dieses Oberhauptes. Dieses? Die 4 Grundpfeiler des Universums sind Feuer, Wasser, Schotter und Vinyl. In der Reihenfolge, garantiert. So, wir ziehen weiter hier oben entlang. Mal gucken, wo es uns so hintreibt. Was haben wir denn? Ein paar Mali. Du kannst dich eigentlich ausruhen, lieber Rambok. Wir ziehen uns weiter hier unten hin. Südlich der Küste entlang. Mehr Wohnraum benötigt in Bradford schon wieder. Himmel hilf. Oh, eine kleine Stadt. England, was hast du eigentlich dabei gedacht, da eine Stadt zu gründen? Mehr Annehmlichkeiten benötigt. Oh, okay. Es kann natürlich sein, dass unsere Friedenszeit mit England ausgelaufen ist und wir deswegen weniger Annehmlichkeiten haben. Von denen bisher dann scheinbar Hattusha profitiert hat. Die haben hier aber auch nicht jetzt nicht wirklich viel. Das ist Bonus, Bonus, Bonus. Gaius Bonus. Dieses Café. Ja, wir könnten. Haben wir nicht noch irgendwo? Hier haben wir noch Seide. Haben halt nur keinen Handwerker. In 9 Runden ist der Hafen fertig.
Genauso wie der Handelsbezirk, Gott sei Dank, da machen wir hoffentlich weniger Geldverluste. So. Also wir können auch forschen, wunderbar. Wir sind hier durch, wir gehen ins Mittelalter bei der Forschung. Griechenland hinkt übrigens hinterher. Bei der Forschung lediglich England, Frankreich und Russland aus den uns bekannten ist bis hierhin fortgeschritten. Ich würde ganz gerne irgendwie mal ein Wunder bauen. Ein Wunder, was auch wirklich richtig bringt. Plus ein Animitkrit, die Unterhaltung für jedes Seegeländefeld im Umkreis von diesem Geländefeld von Huli Tekali plus eine Nahrung und plus eine Produktion für jedes Seegeländefeld im eigenen Reich muss an ein Seegeländefeld neben Land gebaut werden. Okay. Werkstatt, Industriegebiet. Wir haben halt überall die Boni schon drin, ne? Bis auf hier hinten die zwei, aber Herrgott. Wir könnten auch das Mittelalter gänzlich überspringen und hier gleich direkt auf die Kartografie gehen. Kostet aber zu viel Zeit. Die Hagia Sophia bringt viel Glauben. Ist hier ganz nett. Gab es die große Bibliothek eigentlich schon? Das ist die normale. Das sind die hängenden Gärten. Okay. Aber wenn ich mich irre, hat die große Bibliothek doch bisher immer irgendwie ein paar Boni gegeben bei der Forschung. Das ist halt nur die Uni. Was heißt nur, was ist die Uni? Ich würde sagen, wir gehen Sägewerk, da haben wir den Armbrustschützen. Davon haben wir ja momentan sehr viele Einheiten. Und wenn wir die nochmal verstärken, ist ganz nett. Plus Sägewerk, wir haben ja ein paar Waldgebiete. Gut, eins haben wir gerodet, aber wir haben noch ein paar andere. So, und ja, dann sind wir schon wieder am Folgenende. Mein Gott, ich habe das Gefühl, wir kriegen Paris hier einfach nicht platt. Ah, Mann, Freunde, tut mir echt leid, aber das heißt, nächste Runde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Hummelummel, Mosmos, besten Dank fürs Einschalten. Macht's gut.